ist doch nicht wahr. Der Utwein hat Geburtstag. Der Utwein hat jetzt echt Geburtstag. Jetzt hat er seinen richtigen, echten ersten Geburtstag. Ah, oh, es ist toll. Juhu, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Guild Wars 2. Wow, ein ganzes Jahr lang schon Utwein. Und Utwein kommt jetzt endlich dem Ziel näher. Ach, das wäre ja noch besser gewesen, wenn wir am Tag, an dem ich das Finale der Hauptstory mit ihm spiele, seinen Geburtstag feiern würden. Ach, wie cool ist das denn? Herzlichen Glückwunsch, heute ist der Jahrestag der Erstellung eures Charakters. Um eure heroischen Taten des letzten Jahres in Tyria gebührend zu würdigen, haben wir ein Geschenk für euch. Danke, dass ihr Guild Wars 2 spielt. Ach, wie schön. Ach, wie cool. Alles Gute, Utwein Redhossen. Voll gut. Ach, oh Gott, ich komme aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Das ist so schön zu sehen, dass man den Charakter schon so lange hat und dass man schon so lange mit ihm unterwegs ist und immer noch und... Tja, aber man kann jetzt vielleicht auch mal jubeln, ja, also, hör mal, nur du, haha, herzlichen Glückwunsch, Utwein. Ja, klar, Utwein, jubel du auch ruhig ein bisschen. Wir können in der Zwischenzeit mal gucken, was in deinem Geburtstagsgeschenk ist. Geburtstagsgeschenke für den Utwein. Oh, da freue ich mich sehr. Oh, da freue ich mich sehr. Mhm, ja, 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 machen Sie ruhig weiter, lieber Herr Utwein. Wir gucken da jetzt wirklich rein. wo ist es denn? Geburtstagsgeschenk. Da ist das Geburtstagsgeschenk. Pass mal auf, ich packe noch anderen Kram eben weg. Und das da, genau, Agent der Entropie. Wunderbar, wunderbar. Dann machen wir das noch weg. So, und Glück. Ein Beutel mit Glück gab es heute. Und die Kiste machen... Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Tja, pass mal auf, was du gleich zu deinem Geburtstagsgeschenk sagst. So, weg damit, weg damit. Und alles Gute zum Geburtstag, Utwein. Oh, was ist das denn? Oh, was ist das denn? Ein Geburtstagsverstärker. Ja, wow, warum nicht? Mehr magisches Gespür, WVW-Rang und so weiter und so fort. Gold, oh Gold, ja, Gold ist gut. Gold ist immer gut. Hätten wir ruhig mal ein paar extra Gold ins Kuvert packen können, oder nicht? Ja, ist ja toll. Ey, Stufe 20, aus dem Alter bin ich doch schon längst raus. Ach, Utwein, das ist ja auch nicht für dich, sondern für irgendeinen anderen Charakter, der da jetzt theoretisch mit rumlaufen könnte. Oh, was ist das denn? Eine Puppe oder was? Keine Puppe. Das ist eine Mini-Königin Jenna. Die kann man doppelklicken und dann läuft die mit einem rum. What? Ich könnte eine Frau? Hör mal, ist das Geschenk vielleicht von Mutti? Hör mal, Mutti, hast du mir das geschenkt? Hör mal, wenn ich eine Frau brauche an meiner Seite, ja, dann soll die gefälligst meine Größe haben. Naja, insbesondere, weil ich die Jenna, ich weiß nicht, wie viel Mal schon bekommen habe. Wahrscheinlich schon 12 Mal oder so oder 13 Mal. Du bist ja schließlich mein Jüngster und alle anderen vor dir haben auch schon eine Mini-Königin Jenna bekommen. Ja, mit der kann man nicht viel machen, die kann man leider nicht wegschmeißen, großartig oder zumindest nicht verkaufen. Die kannst du nur zerstören. Oh, was denn, da willst du das schöne Kind jetzt zerstören, nicht im Ernst? Doch, ganz im Ernst, guck mal, zack, weg damit. Aber. Ja, okay, ich tanze noch. Also, es nimmt mir sowieso keiner ab, wenn ich jetzt hier protestiere. Nee, nicht wirklich. Ach, Utwein, wie schön. Weißt du, da bekommt das Umstyling, was du bekommst, wenn du mit der Geschichte durch bist, nochmal eine ganz andere Bedeutung. Wobei ich fast sagen muss, Gesicht und Haare bleiben gleich. Wir werden dir aber eine wunderschöne Rüstung zusammenschmieden. Oh, da freue ich mich auch schon drauf. Genau. Okay, aber um da jetzt hinzukommen, müssen wir trotzdem noch ein bisschen arbeiten, trotz all naja, wer weiß, vielleicht singt ja irgendeiner ein Geburtstagsständchen hier, vielleicht Abtei Arkanist, nein, oder Abtei Explorator. Hör mal, ich hab Geburtstag, muss singen, singen musst du, sing doch mal. Die singen alle nicht, tut mir leid, ja, ist ja toll. So, gut. Wir müssen uns ja immer noch zur Quelle von Ohr aufmachen. Ich möchte allerdings immer noch vorher die Heldenherausforderung da holen. Ich fürchte, es gibt gerade kein Event da. Aber die Wegmarke ist frei. Okay, die Wegmarke ist frei. Schade, das Event noch vorher einmal mitzumachen wäre auch ganz schön gewesen. Aber gut, dann holen wir uns den Kartenabschluss.
wenn wir, glaube ich, zur Quelle müssen, ne? Ich glaube, die Quelle selber dürfte nämlich auch nochmal eine Sehenswürdigkeit sein. Da schlagen wir dann gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Aber erstmal müssen wir rauf zur Heldenherausforderung. Da ist sie auch schon. Melandro-Statue. Oh, die ist aber ziemlich kaputt. Ich erkenne ja gar nichts mehr von der Melandro-Statue. Ach du Schande, da ist ja gar nichts mehr von übrig geblieben. Ihren Gläubigen zufolge war Melandro eine Quelle des Trostes für müde Reisende. Jetzt bietet ihr Tempel keine Ermutigung mehr. Das kann man wohl laut sagen. Tja, wirklich, da ist ja nichts mehr davon übrig geblieben. Überhaupt, der ganze Tempel ist extrem zerstört. Oh! Oh, da kommt die Karte, auf die ich gewartet habe. Jo! Ach, wie schön! Tatsache. Oh, und ein Schwarzlöwentruhenschüssel und Gedöns und antike Holzblöcke Gedöns. Ach, wie schön. Das ist ja besser als die Ausbeute beim Bierrad. Tja, wenn ich ehrlich bin, ist das auch besser als meine Geburtstagsausbeute. Ja, das kommt ja alles noch. Und wenn deine richtigen Geburtstagsgeschenke wirst du halt ein bisschen später bekommen. So, wir machen das mal auf. Was haben wir denn hier? Berserkerhafter Leisetreter Wams des Balthasar. Das ist Mittel. Okay. Aber nur 76. Und, oh, 78. Was man hier für niedrige Stufen bekommt, obwohl man doch selber schon Level 80 ist, ne? Aber immerhin auch berserkerhaft. Das heißt, mit ein bisschen Glück, wenn ich die Dinge auseinandernehme, sind die Benutzung. Was bringen die denn beim Verkauf? 45 beziehungsweise 65 Silber nur? What? Ach so, ja, weil 76 und 78, klar. Und die hier? Na, immerhin auch noch 65. Gut, dann würde ich sagen, ich nehme die auseinander hier, die Ektoplasma-Kugeln und so weiter. Die sind mir dann doch lieber. Eins. Yep. Oh, drei Stück, wow. Und die Rune des Balthasar rausgekriegt. Und... ah, da kam nichts raus. Och, noch nicht mal mehr Batzen aus dunkler Materie. Tatsächlich hat mir der kleinere mehr gebracht als der große. Hm. Und wann hast du denn jetzt noch eine Schwarzlöwentruhe dabei? Nicht. Ach, okay. Gut, dann bergen wir mal das alles weg. Was? Bitte nicht angreifen. Ich stehe doch gerade hier so schön. So, nee, der Rest kann bleiben. Da müssen wir halt später mal eine Schwarzlöwentruhe öffnen. Dann muss ich erstmal später eine besorgen. Was könnte man denn hier jetzt kaufen? Dies ist eine schlechte Zeit zum Reisen. Ja, man könnte hier die Sachen alle kaufen. Ja, gut. Das sind dann Präzivita Heilkraft. Ich weiß gar nicht mal, wie die Attributkombination heißt. Magisch. Oh, Magierüstungen tragen aber oft Druiden, ne? Guck mal, hier ist noch eine Taucherbrille. Hier sind wir nämlich gar nicht gewesen. Dann nehmen wir einfach mal die Taucherbrille. Springen hier mal rein. Ist nicht besonders tief. Holen uns dann noch die orianischen Trüffel. Sehr gut. Tja, und dann machen wir uns tatsächlich auf dem Weg zur Quelle von Ohr. Utwein, dafür müssen wir nämlich hier so durchtauchen. Hier unten drunter. Guck mal, da gibt es so einen Einstieg in die Höhle. Da unten. Da, ganz versteckt. Wir werden jetzt hier einen ganz wunderbaren Ort betreten, kann ich dir mal sagen. Der ist wirklich wunderschön. Ach. Ja, klar. Auferstanden, klar. So, weg damit. Na, immerhin poröse Knochen haben wir noch gekriegt. Oh, Richard, du hast recht. Da sieht's wirklich ziemlich gut aus, da hinten. Ja, jedenfalls bunt und... ach, überhaupt, lass dich einfach überraschen, Utwein, ja? Die Quelle von Ohr. Such das Wasser der Quelle von Ohr, um das Land zu Soldaten, reinigen. Soldaten, ihr seid nicht nur unsere beste, sondern unsere einzige Chance. Eure Aufgabe ist es, diesen Eingang gegen die Diener Saitans zu verteidigen. Die Fackel ist in euren Händen. Lasst uns ein Feuer entzünden, um die Verderbnis auszubrennen und Ort zu befreien. Ja, genau, sag ich auch. Gut gesprochen, ausnahmsweise mal. Oh, wer hier alles ist, guckt euch die mal an. Oh, Sai al-Rajid sogar auch. Hei. Haben sich hier alle eingefunden. Larant hier auch. Oh, und Windet Blonter. Das ist mal ein Leckermädchen, ha? Huh?
Okay, da hat doch jemand was zu sagen. Ihr seid bereit, Kommandeur. Nehmt euch einen Moment Zeit, mit den Truppen zu sprechen, wenn ihr möchtet. Dann brechen wir auf. Oh ja, gib mir einen Moment. Ich hab da ein paar Freunde gesehen, mit denen ich gerne noch ein paar Wörtchen reden würde. Oh, da wündet zum Beispiel... Oh, hier unten. Efut. Und Gor. Und Sri. Ach, wie schön. Ach, wir fangen einfach hier vorne an. Braucht ihr Hilfe? Der anstehende Kampf wird sehr schwer werden, Kommandeur. Seid ihr bereit? Das bin ich. Aber ich setze auch viel Vertrauen in euch und eure Truppen, Kriegsmeisterin Efut. Für eine Asura habt ihr echt was auf dem Kasten. Nur keine Sorge. Die Wachsamen sind für solche Dinge geschaffen. Tja, ich freue mich, euch an meiner Seite zu haben. Also, Kommandeur, jetzt ist es soweit. Ich habe meinen vakuummagischen Polarisierer, Trahan seine verwirrende Baumklinge und ha, wir haben euch bereit. Oh, ja. Ohne euch hätte ich den Mund des Zeitan nicht gefunden. Ebenso, Kommandeur. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ja, auch euch viel Glück auf euren Wegen. Wir treffen uns wieder, Kommandeur. Viel Glück dort. Wir sind alle direkt hinter euch. Danke, Tri. Seit unserer ersten Mission als Pakt haben wir eine Menge durchgemacht. Haben wir. Ich kann nicht behaupten, dass ich dabei Spaß hatte, aber ich bin froh, ein Teil davon gewesen zu sein. Zuerst die Quelle von Ohr und dann der Drache höchstpersönlich. Was wollt ihr? Ihr habt mir mit Galina geholfen und mein Leben besser gemacht. Ich schulde euch etwas und ich werde es euch auf dem Schlachtfeld zurückzahlen. Wir haben den Mund geschlagen und wir schlagen auch, was immer uns hier erwartet. Ich spähe voraus und Galina hält die Stellung. Ihr könnt uns vertrauen, Kommandeur. Ich weiß, Knorr. Der dunkle Tag ist gekommen und wir müssen unseren Platz an der Front einnehmen. Habt keine Furcht, mein Freund. Dies ist die einzige Gelegenheit, die wir brauchen. Wir bringen das zu Ende. Es war mir eine Ehre, unter euch zu dienen, Kommandeur. So wie mir an eurer Seite, Kriegsmeister. Auch für euch. Ihr habt mein Bild von den Silvari sehr verbessert. Besorgt das Tron nicht, okay? Ich vermisse die kalten, hohen Mauern der Abtei. In meiner Erinnerung scheinen die Bibliotheken ein Paradies zu sein. Seid ihr bereit dafür, Winnet? Ihr könnt noch immer zurückkehren. Nein, ich würde euch nicht verlassen. Könnte mir der Geist von Cirin niemals vergeben. Ich werde kämpfen, Kommandeur. Und wir werden siegen. Danke, Winnet. Ihr macht eure Sache sicher gut. Worauf du allein lassen kannst, Kielschwein. Das ist das Auge des Sturms, was? Seid ihr bereit, Baron? Es wird kein Zucker schlecken. Himmel und Hölle, ich bin bereit. Wenn das hier vorbei ist, möchte ich in dieser Hölle gerne mal die Akustik ausprobieren. Dazu solltet ihr Gelegenheit bekommen, mein Freund. Dafür werde ich sorgen. Seht nur zu, dass ihr bis dahin am Leben bleibt. Was kann ich für euch tun? Ich habe die Koordinaten überprüft und unsere Agenten haben die Umgebung abgesucht. Wir sind bereit. Der Ohren der Gerüchte von unschätzbarer Hilfe, Dorn. Danke für euer Vertrauen in den Pakt. Ich habe euch vertraut, Kommandeur. Und ich habe Trahan vertraut. Der Rest hat sich einfach ergeben. Die Zeiten ändern sich, mein Freund. Die Zeiten ändern sich. Ich glaube, ich gehe erstmal hier rüber. Zur Reckin Afan. Bald man's heil. Die blassen Räuber halten das vor, Kommandeur. Karis und ich sind hier, um sie auf dieser Mission zu repräsentieren. Ihr seid ein starker Verbündeter, Afan. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Ich bleibe bis zum Ende bei euch, Kommandeur. Bis zum Ende und noch darüber hinaus. Oh, das war mal ein Angebot. Viel Glück euch, Afan. Eine wachsame Rickin, mit der man nicht reden kann. Galina Kantenmalma. K-
Knurr und ich würden uns noch einmal mit euch auf dem Schlachtfeld stehen. Also wir freuen uns darüber. In der Tat, ohne euch und Knurr hätten wir den Mund des Zeitans nicht ausschalten können. Ich habe nur meine Pflicht getan. Irgendjemand muss den alten Knurr ja im Zaum halten. Das schafft ihr gut, Galina. Viel Glück im Kampf. Ihr Cha seid noch am ehesten meine Brüder und Schwestern. Mira. Als die Clowninsel angegriffen wurde, wollte ich auf keinen Fall an der Front stehen. Jetzt kann ich mir nichts anderes vorstellen. Es tut gut zu sehen, dass sich uns einige der Überlebenden der Clowninsel für diesen letzten Kampf angeschlossen haben. Als ich vom Vorstoß nach Ara hörte, wusste ich, dass ich hier sein muss. Ihr habt kaum noch Verstärkung, aber wir stehen bei euch. Schön, euch wiederzusehen, Mira. Viel Glück. Oh Mann, die ist richtig verbrannt. Keine Haare mehr. Hier auf dem Bild sieht man das auch. Das ganze Gesicht total vernarbt. Oje, oje. Ich guck mal gerade, ob wir da noch ein bisschen was rausholen können. Jo, so ein bisschen geht noch. Ich hätte die Grafik die Tage wahrscheinlich wieder ein bisschen runtergestellt. Krass. Aber finde ich gut, dass sie sowas mit einbauen hier. Ein Grawljäger. Und Forscher Fero. Die Resonanz hier ist so unglaublich. Die ist nicht nur die Quelle von Ohr, es ist auch die Quelle akustischer Vielseitigkeit. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr damit meint, aber ich habe Vertrauen in die Fähigkeiten, die ihr uns gerade an diesen Kesseln demonstriert habt. Das bedeutet eine Menge Kehlschwein, ich meine Kommandeur. Viel Glück, der den ich immer Kehlschwein nenne. Also da muss ich nochmal mit denen drüber reden. Lautlos schwimmen und dunkle Klingen. Ich bin solch große Versammlungen nicht gewohnt. Seid ihr sicher, dass wir die alle brauchen? Sire, das ist nicht der Tempel Abadons. Wir werden die Auferstandenen von Angesicht zu Angesicht bekämpfen, nicht an ihnen vorbeischleichen. Ich stand schon lange in der Schuld von Traherne, bei den Teti aus Häusern und den Nachkommen in Schatten. Diese Schuld werde ich heute zurückzahlen. Mögen eure Schritte gnadenlos sein, Sai. Ach, ich wollte dann immer schon mal sagen. Knurr? Hatten wir die? Ah, die hatten wir schon. Ah, alles klar, ich war so vorwärts gegangen. Aber Gaara ist noch da. Hallo. Das wird ein schöner Tag. Ein großartiger Tag. Wir stellen Ohr wieder her, Gaara, und dann kämpfen wir uns den Drachen höchstpersönlich vor. Und dann werden die Kralle, die gestorben sind, gerecht. Ich freue mich auf diesen Tag. Ich danke euch für eure Freundschaft. Tja, die Growler, die sehe ich auch heutzutage mit einem ganz anderen Auge. Seid ihr bereit, Kommandeur? Nehmt euch einen Moment Zeit, mit den Truppen zu sprechen, wenn ihr möchtet. Haben wir schon. Alles klar, wir sind bereit, Rohan. Das ist sie, Kommandeur. Die Quelle von Orr. Der Ursprung seiner Magie. Das Wasser, aus dem dieses Land sein Leben zieht. Unsere Speer melden einen gewaltigen artesischen Brunnen inmitten dieser Höhle. Das Wasser fließt unter die Stadt Ara und von dort in alle Winkel der Nation. Wenn wir diesen Herzbrunnen reinigen können, wird sich die Magie mit dem Wasser ausbreiten und unser Reinigungsritual durch ganz Orr tragen. Steckt noch genug Leben in Orr, damit das Ritual wirkt? Der Herzschlag des Landes ist schwach und unstet, aber noch kann ich ihn hören. Erst wenn wir die Quelle erreichen, haben wir Gewissheit. Wappnet euch, Paktsoldaten, und steht zusammen! Was? Ah, verdammt! Vor, Kommandeur. Was? Aber unsere Leute! Aber... Verdammte Hacke. Also gut. Also liegt es an dir und an Mitran. Bleib dicht auf meinen Fersen! Wir haben ein paar Besucher vor uns hier. Nimm dies! Ist der Zugang untersagt. Wachen! Vernichtet diese Eindringlinge. Hocherfreut bin ich, ja, Wer ist das? Wer hat hier geredet? Und...
gemacht. Noch mehr da vorne. Königliche Wachen. Aha. Moment. Halt. Tja, und ihr wollt auch was vom Rotwein ab, ja? Von wegen, ich schneid mir was von euren königlichen Rüstungen ab. Ach, solche Macht. Warte, sind alles Champions? Scheint uns hineinzubitten. Seid wachsam. Das wird kein Freundschaftsbesuch. Was? Moment mal. Hör mal, was ist der Zeitan, Alter, für ein bekloppter Echsenkopf, hör mal. Wer sich blindlings in seine bescheuerten königlichen Wachen stürzt, der ist toll oder was und wird willkommen geheißen. Glaube ich, wird wahnsinnig. Ach, wenn wir gleich da so einen irren Typen vor Augen haben, ne? Ach, sagt er, guckt von mir eins rechts und links und überhaupt. Noch immer so weit weg. Habt ihr Angst? Kommt näher. Wir wollen euch etwas klarer sehen. Ich bin der Rotwein und ich bin hier, um Verderber, dich auszumerzen. Wir sehen euch. Verdammt. Ihr kennt euren bösen Willen. Moment. Diese Wasser müssen bleiben, wie sie sind. Und ihr müsst sterben. Niemals. Ach. Solche Macht. Au! Atron, hilf mir doch! Wo bist du? Wolchig. Ich wusste es, musst du dir da alleine machen. In dem Feld. Fress das. So unendlich zerbrechlich. Was ist jetzt passiert? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dem Tode nach. Ach du Schande, okay. Das war jetzt ein schöner Slack. Wer uns verwundet, so viel Tod und Zeit. Oh mein Gott. All jene, die euch vorangingen. Kommt zu... Was geschieht mit mir? Euer Schwert. Warum glänzt es so strahlend? Nicht mehr vom Drachenfluch beherrscht. Den Göttern sei Dank. Ich bin frei. Was ist denn jetzt hier los? Rotwein! Rotwein versteht das einfach nicht schon! Oh, warum redet Rotwein plötzlich von sich selbst? Dritter Person. Was geschieht hier? Ich bin verwirrt. Der Wind, der euch an diesem Ort trug, sei gesegnet. Mein Name ist Reza und ich war einst der letzte König Ors. Als sich der Drache erhob, plünderte er die Königsgruft von Azade Kravar und benutzte die Überreste meiner Familie, um seine schrecklichsten Diener zu erschaffen. Die Augen Seitans. Die anderen Augen. Das waren Könige und Königinnen Ors? Ja. Wir waren an den Drachen gekettet. Zu Monstern verdorben, die Seitans Vision teilten und seinen Willen ausführten. Einen nach dem anderen habt ihr uns befreit. Ich, der mächtigste von ihnen, wurde hierher geschickt, um die Quelle der Magie Ors zu bewachen. Doch ihr habt einen Weg gefunden. Ich bin zutiefst dankbar. Für diesen Dienst gewähre ich euch eine uralte Ehre,
heute an sollt ihr den Titel Champion von Orr tragen. Gedenkt unser, wie wir einst waren. Habt Dank, König Risa. Ich fühle mich geehrt und werde euer und eures Volkes gedenken. Und nun zur letzten Aufgabe. Die Reinigung dieses Landes. Stellt wieder her, was geraubt wurde. Stellt euch Saitans Kraft und schenkt Orr einen neuen Anfang. Wie ihr sagt, König Risa, es ist Zeit, die Verderbnis fortzuspülen, die dieses Land schändet. Ruht in Frieden, wir scheitern nicht. Du, was ist geschehen? Er ist verschwunden. Am Ende bin ich froh, dass wir beide allein sind. Wir werden Orr gemeinsam reinigen, wie es uns bestimmt ist. Die Front ist durchbrochen. Wir werden überrannt. Rückzug! Zu mir! Nein, ich kann nicht hören. Ich muss dich retten. Zusätzlicher Schaden. Sammelt euch bei Marshal Treherne und schützt ihn um jeden Preis. Gut. Ah, solche Macht. Gut. In die nächste Welt mit euch. Geschafft. Ich kann spüren, wie die Wasser beginnen, mit der Energie Kaladborgs zu pulsieren. Sie fließt in alles, was das Wasser berührt. Treherne, geht es euch gut? Ihr scheint kaum noch stehen zu können. Das Ritual hat viel Kraft gekostet, aber ich werde überleben. Gehen wir auf Nummer sicher. Sanitäter, wir brauchen hier einen Sani. Nicht nötig. Unsere Arbeit hier ist getan, auch wenn die Schlacht noch lange nicht vorbei ist. Wir müssen uns am Vor der Dreifaltigkeit neu sammeln. Dann können wir euren nächsten Schritt planen. Ich freue mich darauf. Und Marshall, Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss eurer wilden Jagd. Seit meinen ersten Schritten war sie ein Teil von mir. Doch meine wilde Jagd ist vorbei. Zeit, mich neu zu finden. Eine einzigartige Herausforderung. Doch der Pakt gibt mir Halt. Hab Dank für alles, was ihr getan habt. Tessa, da haben wir endlich mal einen Grund zum Jubeln, John. Wir haben es geschafft. Und sie sind alle da. Und unversehrt. Sie sind uns alle zu Hilfe gekommen. Es tut mir leid, alter Knabe. Ich konnte dir nicht helfen. Ich konnte an dem Ritual nicht weiter teilnehmen. Ich musste es beschützen. Aber ich denke, es ist genau das, was ihr euch vorgestellt hatte. Leute, wir haben allen Grund zu feiern. Ah, endlich ein Sieg. Ein Sieg gegen die alte Hexe. Ich fühle mich stark. Wir können gleich weitermachen. Ich will der alten Hexe die Augen ausstechen, die Mäuler stopfen, die Zunge ausreißen und den Schwanz abhacken. Was habt ihr jetzt vor? Lasst uns loslegen. Los doch, Leute, mit neuer Energie, mit neuem Schwung, ran ans Werk. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Utwein. Er ist wirklich jetzt voller Energie. Und
Ja, wie gut, dass er sich direkt am Vor der Dreifaltigkeit neu formieren kann. Deswegen reisen wir da auch direkt hin. Ich gehe gerne nochmal diese Höhle ab, auch ein bisschen langsamer und mache nochmal eine Kamerafahrt hier drüber. Ich finde es hier wirklich wunderschön. Und auch wenn es hier natürlich immer so aussieht, wenn man in der offenen Welt hierher kommt, das kann man ja machen, dann stehen hier vorne nicht die Champions, sondern ganz normale Gegner sind dann hier in der Mitte. Aber der Moment, in dem sich das Land quasi Ort zurückerobert vom Drachen, aus der Drachenhand, wo es hier wieder grün wird, das ist wirklich ein so wunderschöner Moment. Ich kann verstehen, dass da viele Leute gerne mal ein Tränchen bei verdrücken. So, jetzt bin ich aber auch leise, jetzt genießen wir einfach nochmal ein bisschen hier das, was wir hier in der Höhle sehen können. Und sag mal, bis zum nächsten Mal, da geht es dann tatsächlich auch schon gegen unseren Hauptfeind, gegen Saitan. Hey, psst, Trahan, wir sind schon fertig. Trahan, du kannst aufhören. Hallo. Hör mal, du kannst da jetzt noch so oft auf dein Schwert einzimmern. Da passiert nichts mehr. Och Mann, Trahan, jetzt stell dich doch mal nicht an. Nur weil ich die ganze Zeit gekämpft habe und du nichts getan hast, musst du jetzt hier nicht einen auf dicke Hose markieren. Hallo, bei Silvari sieht man da unten sowieso nichts.